Und damit herzlich hallo zu unserem neuen Let's Play. Wir spielen Spider-Man aus dem Jahr 1982. Das war sozusagen das erste Superhelden-Comic-Videospiel. Ja, ich denke, so kann ich es am besten abdecken, weil ich keine Ahnung habe, ob es vorher schon Comic-Spiele gab oder Superhelden-Spiele. Jedenfalls ist das hier sozusagen das erste Marvel-Spiel aller mindestens. Und es featured Spider-Man. Wen auch sonst? Für die damalige Zeit ganz normal. So, wir haben hier dieses Gebäude. Das gilt es zu erklimmen und dazu müssen wir halt Netze verschießen, an denen wir uns raufziehen können. Wir haben jetzt hier überall diese kleinen lustigen Manikiken. Das sind böse Buben. Die schneiden uns unser Netz durch und unser Netz geht uns auch mit der Zeit aus. Dafür können wir diese kleinen Bübchen hier einsammeln, um halt mehr Netzflüssigkeit zu bekommen. Aber bevor ich weiter laber, würde ich mal sagen, wir starten das Spiel einfach mal. Hoffentlich klappt's jetzt. Ja, es geht. So, also hier, ne, seht ihr, geht nach ganz oben, geht nach ganz unten, man kann super schwingen. Juhu. Haha. Einen habe ich. Und den nächsten habe ich. Ach, ich hätte. Man muss natürlich immer schräge Linien, Lines schießen. Wenn man die Leute anschwingen will, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Oh, da oben haben wir noch so ein kleines Dingels. Das sind Zeitbomben. Die explodieren. Hier hat uns hier wenig ein alter Bekannter hinterlegt. So, mittlerweile werden sich wahrscheinlich einige fragen, warum ich den Kram hier spiele. Nach Web of Shadows, nach Amazing Spider-Man, nach allem möglichen. Ja, gut. Shatter Dimensions ist mir derzeit noch unmöglich zu spielen. Beziehungsweise unmöglich aufzunehmen. Unmöglich zu spielen ist es nicht. Zack. Und da dachte ich mir, warum fangen wir nicht gleich vorne an bei den Spielen, wenn ich sowieso sämtliche Spider-Man-Spiele, was heißt sämtliche, einige, durchnehmen will. Die nächsten Spiele werden wirklich wieder etwas feinpixeliger oder grobpixeliger? Grobpixeliger ist es ja. Nein! Bombe entschärfen! Ha! Und da oben haben wir auch schon sozusagen den Boss in diesem Spiel, den grünen Kobold. Kein Spiel ohne ihn. Nein! Ja, nee, wie gesagt, ich will jetzt ein paar Pixelspiele durchnehmen. Und das hier ist das erste, weil es halt die gröbsten Pixel von allen hat. Das allererste. Hiernach kann es nur besser werden, möchte ich damit euch vermitteln. Also müsst ihr jetzt nicht großartig euch. Wenn ihr das hier. Wow, der war knapp. Wenn ihr das hier überstanden habt, dann wird's besser. Das Tolle an diesem Let's Play ist. Verdammt, was heißt Let's Play? An diesem Spiel, es ist ein Endlosspiel. Es wird nur schwieriger. Von daher kann ich selber aussuchen, wann ich es beende. Ich weiß nicht, ob ich über eine Folge rüberkomme. Also doch eine Folge mindestens, aber vielleicht, naja, vielleicht zwei. Aber so wie ich mich gerade anstelle, schaffe ich noch nicht mal das erste Level. Das ging eben immer ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob mir überhaupt noch irgendwer zuhört. Weil die Sounds, die sind ja wirklich. Haha. Das war eben übrigens eine Zeitbombe. Also eine ganz große, böse Zeitbombe, die der Kobold dort platziert hat. Ach, verdammt. Und ja. Ah, da habe ich jetzt ein Leben verloren. Die gilt es am Ende des Turmes immer zu entschärfen. Juhu! Ich weiß allerdings jetzt nicht, was ich alles von dem Spiel zeigen werde, weil ich kann jetzt schlecht endlos weiterspielen. Also werde ich einfach mal ein bisschen gucken, wie weit wir kommen. Und ja, wenn ich nichts mehr anzukündigen habe, dann geht's halt dem Ende entgegen. Ich würde es gerne schon mal in Level 3 schaffen. Eben hatte ich eine Probeaufnahme, da bin ich in diesem Level hier andauernd abgestürzt. Das war auf Dauer. Ach, schade. Ich habe mir mittlerweile mal die Anleitung zum Spiel durchgelesen. Und weiß jetzt immerhin, was ich tun muss.
Das war vorher noch so eine Sache. Na komm schon. Na, schöne Scheiße. Ich glaube, den Level kann ich im Moment vergessen. Aha, oder doch nicht. Ich kann mir einfach neue Netzflüssigkeit holen. Das wusste ich wegen mich beim letzten Mal nicht. Und schon habe ich wieder ein bisschen Zeit mehr. Nein. Nach diesem Let's Play plane ich, die Gameboy-Trilogie durchzunehmen. Also wirklich Gameboy, nicht Gameboy Color, einfach nur Gameboy. Da werdet ihr zwar schönere Formen haben, aber die Farben werden wieder etwas zurückgehen. Aber wir steigern uns dann, was die Grafik angeht. Versprochen. No! So. Damit es besser wird, mache ich jetzt mal ein bisschen Musik an. Weil nur mich zu diesen Sounds ist ja unerträglich. Verdammt. Ja. Die sind schlau, die weichen mir aus. Diese bösen, sinistren Buben. Haha, den habe ich erwischt. Nur um mich selber zu sabotieren. Haha. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size. Catches thieves just like flies. Watch out. Here comes the Spider-Man. Es ist immer schwer, da oben was zu treffen, weil diese Streben, die anzusteuern, das ist nahezu unmöglich. Komm. After seeing all the crime. Das Doofe ist, meine Zeit ist schon wieder zu Ende. Nein! Nein, verdammt! Tja, Mist. Spiel vorbei. Um mich zusammen, Game Over. Also wieder von vorne. Diesmal aber schneller. Haha. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Hier kommt der Fall sogar sehr unmittelbar nach dem Hochmut. Wie ihr vielleicht festgestellt habt. Kriegst mich nicht, dummer Kobold. Haha, dich hab ich. Here comes the Spider-Man. Juhu! Ach, verdammt. So, jetzt aber Konzentration. Ich bin kurz vorm Ende des Turms. Yeah! Na, verdammt. Geh weg, böse Bombe, explodier! Die entschärfe ich nicht, die ist mir zu liefel, ist mir die. Spider-Man, Spider-Man, radioactive Spider-Man. Die Lyrics damals waren super, aber ich habe die Serie gemocht ohne Ende. Es gibt mittlerweile bessere, aber hey. Und wer das gerade nicht erkennt, das ist New Spider-Man, die 90er-Serie. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon Musik mache, dann wenigstens... Oh, MIDIs.
da ist mir schon wieder das Netz ausgegangen. Mehr schwingen, weniger singen. Bitte. Ich kann nicht anders, ich muss. Juhu! Ach, verdammt, nicht genug Schwung. Man kann übrigens auch das Netz nach unten schießen, aber da ich gerade keine Zeit habe, lasse ich das lieber. Wie ihr seht, ich komme von alleine ganz gut nach unten. Nein! Nein, 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 nein! Ach, verdammt. Ich will doch zumindest über dieses Level hinauskommen. Nur bis in Level 3, ich will es wenigstens einmal sehen. Verdammt. Das war's. Nein! Netz alle. Ich bin ja stark dafür, dass das Netz ausgeht, je nachdem, wie viele Netze ich schieße. Da könnte man das Ganze ein bisschen strategischer gestalten. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie man damals damit Ewigkeiten verbracht hat, dieses Spiel zu spielen. Weil irgendwie ist es cool. Es sieht zwar aus wie von vorvorgestern, weil es ist von vorvorgestern, aber... Juhu! Dum, dum. Dum, dum. Verdammt. Jetzt aber. Jetzt. Nein. Höher. Höher. Schräg. Rauf. Rauf. Explodiere. Explodiere. Ich weiß, ich sollte die eigentlich entschärfen, aber nö. Jetzt bloß nicht übermütig werden. Explodiere schneller. Nein, 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 nein! Da ist wieder der Assi-Kobold. Es lief doch so gut!